Ich schenke dir einen Sommermorgen, so heißt der aktuelle Titel von Leonard, der heute auch zu Gast war bei Immer wieder Sonntags. Und dazu sage ich recht herzlich willkommen im Promi-Geflüster, Leonard aus der Schweiz. Grüße dich. Ja, hallo, freut mich. Ja, einen Sommermorgen, wie muss der für dich aussehen? Also ich bin ja Frühaufsteher, um 5 stehe ich meistens auf, jetzt habe ich ja sogar noch einen Hund, also wir sind wirklich um 5 oft schon unterwegs und für mich ist es perfekt, wenn ich rauskomme, weil man einfach schon riecht in der Luft, es wird heute ein schöner Tag, vielleicht noch frisch geschnittenes Gras, wenn man über Wiesen wandert, das ist für mich wirklich so ein perfekter Sommertag. Und dann gab es dieses Jahr, glaube ich, schon zwei magische Zahlen, die dich da ein bisschen dein sozusagen Leben prägen, einmal das Bühnenjubiläum und einmal ein runder Geburtstag. Also das Bühnenjubiläum, das ist erst nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Okay. Aber der 50. Geburtstag hatte ich am 3. Januar. Und da habe ich wirklich jetzt im Mai, ich habe es ja nicht im Januar gemacht, weil das ist ein blödes Datum. Es ist gerade Silvester, die Leute hatten erst gerade gefeiert. Es ist Winter, man weiß nicht, wie die Straßen sind. Und darum habe ich jetzt Ende Mai, habe ich in einem schönen Varieté, in einem Zirkuszelt in der Schweiz so ein Geburtstagskonzert gegeben. Und das war wirklich wunderschön. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Die Leute hatten Freude. Es war für mich wirklich eines der schönsten Geburtstage. Geschenke eigentlich. Prima. Weil du jetzt gerade vorhin auch das Frühaufstehen erwähnt hattest, dass dir ja eigentlich nichts ausmacht. Das war ja in den letzten Jahren für dich ja dann nichts Ungewöhnliches, morgens zum Hafenkonzert früh aufzustehen. Das fällt jetzt flach. Aber dafür gibt es was Neues. Kann man da schon ein bisschen was erzählen? Ich glaube vom 11. bis 16. August. Genau, das heißt 4 in einem Boot. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht viel dazu erzählen, weil ich bin nur ein Protagonist und wir wissen selber nicht, was uns erwartet. Man hat mich da mal im Januar angefragt und dann dachte ich, na, da muss ich ein bisschen moderieren, einfach vom Bodensee so gewisse Dinge moderieren. Aber jetzt ist das ganz anders. Es ist, glaube ich, so eine Art wie Dschungelcamp Light und aus 4 oder 5 verschiedenen Ländern sind da verschiedene Kandidaten, die dann irgendwelche Aufgaben lösen müssen, aber die verraten uns nicht, was das ist. Also ich bin wirklich selber gespannt, was mich da vom 11. bis 16. August erwartet, aber es werden sicher alles Dinge sein, die ein bisschen mit dem Bodensee zu tun haben, mit Wasser, vielleicht schicken sie uns zum Fischen. Also ich bin wirklich mal gespannt und ich denke, da müssen wir auch dann relativ früh aufstehen. Wobei es ist ja eigentlich eher abends, die Abendveranstaltung, die auf der MS Sommerkönigin, glaube ich, stattfinden. Genau, da finden dann auch immer noch Konzerte und Veranstaltungen statt, aber wir müssen so unsere Aufgaben schon tagsüber dann lösen. Und dann je nachdem werden wir, glaube ich, auch bestraft, wenn wir es nicht oder nicht lösen. Also wie gesagt, für mich ist es selber eine Überraschung, aber es ist schön, dass es wieder was gibt und es ist wirklich eine Riesensache, weil es macht Deutschland, Schweiz, Österreich und Liechtenstein macht da mit. Wobei Liechtenstein, sind die überhaupt am Bodensee? Ich glaube gar nicht so richtig. Naja, ich glaube, ich wüsste jetzt auch nicht, ob sie direkt einen Seeanschluss haben, aber man kann es so durchgehen lassen, genau. Okay. Na, da sind wir mal gespannt. Was gibt es sonst Aktuelles? Neue CD noch in Planung oder was haben wir vom Leonard noch zu erwarten in den nächsten Monaten? Also CD kam jetzt erst so im Januar, die heißt noch lange nicht alles. Dann eben nächstes Jahr dieses Bühnenjubiläum dann, das ist dann wirklich das 30-Jährige. Dann sind jetzt verschiedene Auftritte angesagt. Vielleicht können wir sogar noch eine neue Hit auf Hit-Sendung wieder drehen. Wir hatten ja schon eine in der Ostschweiz. Mit viel Glück, das ist immer so ein bisschen eine Geldsache, wie die Fernsehsender entscheiden. Aber es könnte sein, dass wir vielleicht sogar im Herbst dann nochmal eine drehen können. Also sind wir gespannt. Das bleibt natürlich alles nachzulesen auf deiner Homepage, die wie lautet? www.leonard.de. Da gibt's auch immer die und Aussage. CH auch? Nein, CH gibt es nicht, also nur DE. Und da alles drin, Fotos auch vom Hund? Vom Hund, da habe ich noch gar keins reingestellt, aber bei Facebook gibt es, weil da kann man dann auch unter Leonard, gibt es eine Leonard-Seite, da ist der Hund auch schon drin. Alles klar, dann wünschen wir dir alles Gute, Dankeschön. Ein erfolgreiches Jahr und August schauen wir mal vorbei vielleicht, gerne. Sehen wir was am Bodensee passiert. Dir alles Gute und bis bald. Ebenfalls, Dankeschön, tschüss und schönen Sommer.